Wir wissen alle, wie das berühmte Virus aussieht. Jetzt wissen wir auch, wie es klingt. Dank der Ohohos. Hier sind Sie mit Ihrem Album Die ersten Sinfonie, der Corona-Sinfonie von Florian Wäldele und von Florian Dressler. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ihr habt die Corona-Sinfonie tatsächlich aufgenommen, wahrscheinlich in der Corona-Zeit. Richtig. Jetzt ist sie da, jetzt ist sie fertig. Erzählt mal, wir kennen jetzt einen Teil davon. Wie klingt denn so ein Virus? Das ist eine schöne Frage. Also für uns klang der Virus so: Wir hatten plötzlich ganz viel Zeit und es gab eine Idee, die hatten wir ganz lange in unserem Hinterstübchen. Wir wollten ein symphonisches Werk schaffen mit unserer konzertanten Clubmusik. Das war die Geburtsstunde, es war Corona-Zeit und dann kam dieses Werk. Deswegen war gleich das Label, das ist die Corona-Symphonie, natürlich. Okay, ich hätte mir das jetzt ein bisschen aggressiver vorgestellt, das Virus. Coronavirus, ja. Oder? Na, das Verrückte ist, in der Zeit hat Flo irgendwann die Idee aufgebracht und dann haben wir gesagt, ja gut, es ist ein musikalisches Werk genau aus dieser Zeit, deswegen nennen wir es auch so. Und das Unglaubliche ist, dass es wirklich dazu gekommen ist, wir das jetzt aufgeführt haben, wir es jetzt aufgenommen haben und jetzt auch veröffentlichen. Denn damals, als Flo gemeint hat, stell dir doch mal vor, wir spielen gemeinsam mit einem Orchester und wir sitzen in der Mitte und um uns herum die Streicher und die anderen Instrumentengruppen. Das war für mich eigentlich kaum vorstellbar. Ja. Umso toller, dass es jetzt soweit ist. Es ist für mich auch jetzt kaum noch vorstellbar, wie man Clubmusik mit Konzertante, mit Sinfonieorchestermusik verbinden kann. Das ist ja wirklich eine ganz seltene Sache. Und ihr seid ja mit weltweit die erste Sinfonie mit handgespielten Clubbeats und Synthesizer-Tönen. Wie kam es denn dazu, dass ihr eine solche Range, ich glaube, ihr habt sogar vorher Techno gemacht, wie man so einen Bogen schlagen kann? Wir arbeiten schon sehr, sehr lange genau an diesem Konzept, klassische Musik mit Clubmusik zu verbinden und sind von unseren Anfängen ein Techno-Duo. Und Florian Wäldele ist ja klassisch studierter Pianist. Und so haben wir schon immer daran gearbeitet, wie wir das miteinander verbinden können. Ihr spielt unter dem Motto, wir geben der Klassik einen Beat. Es gibt für Klassik ein Publikum, es gibt auch für Beats ein Publikum. Gibt es ein Publikum für diese Schnittmenge? Ich denke schon. Also ich glaube, was man noch zu uns sagen kann, was darauf referiert ist, wir sind einfach total die guten Freunde und das schon sehr, sehr lange. Und hier treffen sich in dieser Freundschaft, treffen sich einfach die Beatmusik durch den Florian am Schlagzeug und durch mich mit der klassischen Musik, gibt es eine Verbindung, die ganz stark ist. Und was wir eigentlich machen, wir wollen diese Grenzen, die dadurch entstehen, dass man entweder oder hört halt, die wollen wir gerne überwinden. Und da wir das live quasi aktiv machen, das war genauso mit dem Techno. Wir wussten eigentlich gar nicht genau, was wir machen. Und wir haben Techno gemacht, weil es irgendwie funktioniert hat. Es war jetzt nicht so, dass wir große Techno-Fans waren, aber mit dem Synthesizer, mit Tasten und Beats, super. Und dann haben wir gemerkt, oh, wir wollen noch mehr und haben diese Schranken überwunden. Wir spielen eigentlich für Leute, die sehr gerne klassische Musik hören. Wir spielen für Leute, die sehr gerne tanzen gehen, also in Clubs. Und Leute, die sehr offen sind. Das ist eigentlich das Schönste. Die wollen auf den Konzerten etwas erfahren, wo man sieht, ach, es geht doch. Man muss gar nicht in seinem kleinen Häuschen bleiben. Man darf auch darüber hinaus gucken. Das ist eigentlich unser Publikum. Also die Katharinenkirche hat es wohl bewiesen. Total. Ende November, ausverkauftes Haus in Frankfurt. Ist das immer so, wenn ihr auftretet? Spielt ihr immer vor ausverkauftem Haus? Wir geben uns sehr stark Mühe, dass die Häuser ausverkauft sind, in denen wir spielen und hoffen auch, dass wir die nächsten Konzerte genauso ausverkaufen. Jetzt habe ich noch eine ganz intelligente Frage. Wie kommt es denn zu The Ohohos, diesen Namen? Das ist eine Geschichte aus früheren Zeiten. Flo und Flo, da hätten wir schon mal zwei O's. Damals war es so, da gab es viele so The Bands. The Yeah, oder ja, zum Beispiel. Und dann kam Flo irgendwann mit der Idee, was hältst du denn von OOOs? Weil wir in der Zeit auch mit einer Theatertruppe zusammen aufgetreten sind. Die hießen wiederum And Company and Co. Und da hatten wir wieder ein O. Und dann sind diese drei OHs aufgetaucht. Und man könnte sinnbildlich sehen, wir zwei sind jeweils ein O. Und das dritte O sind dann die verschiedenen Zutaten, die wir der Musik dann beifügen. Wohlklingend, sehr wohlklingend. Wie geht's denn weiter? Ihr habt, wie wir jetzt schon eingangs gesehen haben, ein Video gedreht. Das muss heute wohl auch sein, auch für diese Mischung, die ihr betreibt. Soziale Medien müssen bedient werden.
Unbedingt. Ja, genau. Die Sichtbarkeit ist total wichtig für uns auch gerade als Nischenmusik. Wir sind ja quasi prädestiniertes Beispiel für eine Nische. Wir sind weder Techno noch, sondern wir machen etwas Neues, was aber sehr gut ist, was wir mittlerweile finden. Nur, es reicht jetzt nicht alleine mehr, dass man das Album fertig hat und das finden dann alle ganz toll, weil dafür ist unsere Zeit einfach viel zu schnelllebig und viel zu bilderfixiert. Und jetzt haben wir ein sehr schönes Video gedreht zu allen Sätzen. Und dieses Video wird dann hier auf ORF-TV Premiere haben. Darüber freuen wir uns sehr. Wir auch. Ich danke euch, dass ihr hier seid, Florian und Florian, Dressler und Weldele. Vielen Dank für die Einladung. Von The Ohohos. Yes, danke schön.